Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Bundesliga-Blog-Eintrag. Und na, also, diesmal bleiben Sie wenigstens etwas hinten. Sehr schön. Genau, ich wollte gerade meinen, das heißt mein, ich wollte gerade einen Teil Rise of the Tomb Raider releasen und dann meinen leckeren Smoothie machen. Dann ist mir eingefallen, heute ist ja schon wieder Dienstag, das heißt, heute ist ja ausnahmsweise mal wieder Vorbericht angesagt. Und bevor ich den vergesse, mach's ihn lieber gleich. Deswegen machen wir ihn auch jetzt direkt, bevor ich irgendwas anderes heute mache. Machen wir den Vorbericht, damit ich ihn nicht vergesse und er auch rechtzeitig oben ist, vor allem. Gut. Wo habe ich es denn? Hier, genau. Fangen wir einfach mal an. Fangen wir einfach mal an mit, wie gesagt, heute sind nur zwei Spiele: mit Ingolstadt gegen Köln und Hannover gegen 96. Hannover 96 gegen Wolfsburg. Ingolstadt gegen Köln. Nachdem wir ja das letzte Mal diese. Nachdem wir ja das letzte Mal diese Problematik angesprochen haben, Ingolstadt und Darmstadt, unangenehme Aufsteiger, denke ich, dass Ingolstadt zu Hause gewinnt als unangenehmer Aufsteiger und wieder nach einer Standardsituation das 1-0 macht und danach todesverteidigt und gewinnt. Deswegen tippe ich 1-0. Ich bin gespannt. Hannover 96 gegen Wolfsburg. Ja, Hannover hat jetzt gewonnen das letzte Spiel. Nicht ganz verdient wahrscheinlich gegen, was war es, Stuttgart? War es Stuttgart? Wir schauen mal nach. Hannover 96, ja, gegen Stuttgart 2-1 müssten sie da gewonnen haben. Also war ja nicht ganz verdient der Sieg und ich glaube nicht, dass sie das halten können. Das war halt mal so ein klein wenig nach oben schwappen und dann wieder untergehen. Ist ja immer so bei den absteigenden Mannschaften, die verlieren viele Spiele, dann haben sie wieder mal ein Hurra-Spiel, wo sie gewinnen und in dem Spiel war noch nicht mal ein verdienter Sieg, deswegen ich sag 2-1 Wolfsburg. Wolfsburg überzeugt halt auch nicht wirklich jedes Mal, deswegen muss kein großer Sieg werden, kein großer Sieg werden. Ich bleibe mit 2-1. Alle anderen Spiele sind am Mittwoch. Und zwar Leverkusen gegen Bremen. Ich weiß gar nicht, ist Bremen nicht auch noch so ein Angstgegner von Leverkusen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich tippe trotzdem auf Leverkusen. 2-1, die machen das schon. Und das eine Tor schießt natürlich wieder Pizarro. Ich würde mich auch, ich meine, ich mag Leverkusen, aber ich würde mich auch nicht ärgern, wenn Bremen jetzt gewinnt gegen Leverkusen. Mal gucken. Gladbach gegen Stuttgart. Oh, das ist ein schwieriges Spiel. Ich meine, Stuttgart hat beim letzten Mal gegen Hannover zwar verloren, aber trotzdem eigentlich gut gespielt und nur wieder die Abschlusschancen nicht genutzt. Gladbach, logischerweise, wenn die gut spielen, dann haben die auch viele Chancen, dann ist es auch schwer für Stuttgart. Schwer zu sagen. Also hier ist wieder alles möglich. Unentschieden, Sieg Gladbach, Sieg Stuttgart. Ich würde sagen, wir gehen hier mal auf den Heimvorteil und tippen auf Gladbach. Weil da haben wir einfach eine doppelte Chance. Es könnte sein, dass Stuttgart die Chancen nicht nutzt und die Tore nicht macht, dann können sie eh nicht gewinnen. Und Gladbach spielt zu Hause und ist vielleicht euphorisiert. Mal schauen. Bayern München gegen FSV Mainz. Ich habe wieder 3-0 getippt. Beim letzten Mal habe ich auch 3-0 getippt. Das waren 2-0, glaube ich. Es ist ja auch unter der Woche, aber Mainz ist ja auch nicht die schlechteste Mannschaft der Welt. Ach, ich tippe mal ein 2-0. Wen? Ich bin dieses Mal 3-0. So, Darmstadt gegen den BVB. Das sollte der BVB auf jeden Fall gewinnen. Aber ich habe trotzdem jetzt nur ein 2-1 für den BVB getippt, weil ich denke, jetzt sind wieder englische Wochen. Das fällt dem BVB auch nicht so leicht. Ein paar Verletzte haben ein bisschen rumrotiert. Und Darmstadt spielt zu Hause. Also ich bleibe bei dem knappen Sieg für den BVB. Hoffenheim gegen Augsburg. Da habe ich sogar momentan einen Sieg für Hoffenheim drin stehen. Einfach weil Hoffenheim, ja, jetzt die Spiele unter dem neuen Trainer echt nicht schlecht gespielt hat und selbst gegen den BVB ja den Führungstreffer erzielt hat und dann nur wegen der dummen roten Karte von Rudi, ja, sich nur noch hinten reinstellen konnten, sonst wäre es wahrscheinlich ein sehr interessantes Spiel geworden. Und der BVB hätte vielleicht nicht gewonnen. Also ich bleibe mal bei dem knappen Sieg für Hoffenheim. Ich glaube, das kann was werden. Die scheinen momentan vor allem offensiv wieder zu kommen. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie so weiterspielen, dass sie dann doch in der Liga bleiben. Und der junge Trainer gefeiert wird. Mal schauen. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Ja, nachdem ich mich doch ein bisschen geärgert habe, dass ich beim letzten Mal nicht der Hertha treu geblieben bin und auf Hertha getippt hatte und auf Köln getippt hatte und Hertha aber eigentlich gewonnen hat. Und auch Ibisevic wieder das Tor gemacht hat und Frankfurt nur 0-0 gespielt hat gegen Schalke, würde ich sagen, Hertha zu Hause. Ich tippe auch hier wieder auf den Sieg für Hertha BSC. Ich vertraue dem mal wieder und wehe, die enttäuschen mich.
Schalke 04 gegen Hamburger Sportverein. Schalke hat nur 0-0 gespielt, haben wir ja gerade gesagt, gegen Frankfurt. Und Hamburg hat ein 1-1 gegen Ingolstadt gehabt. Von daher muss man sich mal überlegen. Also ich traue ja ehrlich gesagt Hamburg sogar was zu, bleibe aber trotzdem erstmal bei Schalke, weil das, denke ich, der sichere Tipp ist. Aber ich sehe schon Hamburg gewinnen. Irgendwie sehe ich schon Hamburg gewinnen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, Schalke ist gerade in einer kleinen Krise. Ich werde es so bereuen. Ich werde es so bereuen, aber ich tippe jetzt echt auf Hamburg um. 2-1 Hamburg. Hoffentlich bereue ich das nicht. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich habe jetzt noch einiges zu tun. Ich will Far Cry aufnehmen. Ich will eventuell noch joggen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und ich habe noch ein, zwei andere Sachen zu tun. Von daher, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Und den Nachbericht gibt es dann logischerweise schon am Donnerstag und am Freitag schon wieder den Vorbericht für den nächsten Spieltag. Verrückte Live-Wochen. Ich meine, Live ist es ja immer. Verrückte englische Wochen einfach. Tschüss, tschüss.